idealism prevails. Make the world a better place. Bei mir im Studio darf ich nun meinerseits Bernd Christian Funk willkommen heißen. Guten Tag. Herr Professor Funk, Sie sind emeritierter Professor für Verfassungsrecht, haben an mehreren Universitäten gelehrt, haben auch ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, waren längere Zeit stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechtsbeirats, das ist ein Organ der Volksanwaltschaft. Das heutige Thema, wenig überraschend, das sogenannte Sicherheitspaket unserer Bundesregierung. Gleich eingangs eine, ist Geschmacksfrage, ob man es als weiche oder harte Frage empfindet. Was halten Sie von dem berühmten Satz, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten? Dieser Satz ist einerseits ein trivialer Satz, er hilft nicht weiter. Auf der anderen Seite, um damit die Probleme zu lösen, die sich damit verbinden. Die Frage ist ja, wie kann man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheitsgarantien einerseits und Sicherheitsnotwendigkeiten andererseits herstellen? Und hier ist eine solche Ansage, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, nicht wirklich hilfreich. Denn es geht ja um die Tragweite und die Reichweite von Eingriffen in Freiheiten, in grundrechtlich geschützte Freiheiten, etwa in die Privatsphäre. Und wenn man jetzt diesen Satz für sich nähme, so wie er da steht, dann könnte man sagen, ja gut, dann machen wir überhaupt eine totale Überwachung, weil die trifft ja dann nur diejenigen, die etwas zu verbergen haben. Also das zeigt schon, diese Überlegung führt nicht weiter. Gibt es da nicht auch in Zeiten von Big Data und Social Media gewisse, sagen wir mal, Kollateralimplikationen? Weil es gelangen ja nicht nur jene Daten in Umlauf und werden erfasst und verarbeitet, die man selbst über sich preisgibt, freiwillig, unfreiwillig oder unter Umständen auch per Versehen, sondern auch die Daten, die andere erfassen. Das sind Ämter, Behörden, das sind sehr stark auch Unternehmen, aber auch Freunde, die man unter Umständen gar nicht physisch kennt. Angesichts dieses Sachverhaltes ist es umso wichtiger, sich zu bemühen und Lösungen zu suchen, wie man eben dieses eingangs angesprochene Spannungsverhältnis einigermaßen ins Gleichgewicht bringen könnte. Denn wir erleben Entwicklungen, die es vorher nicht gegeben hat, wegen der geänderten technologischen Grundlagen und auch angesichts des geänderten sozialen Verhaltens und der ökonomischen Zusammenhänge. Kurz und gut, wir leben, das ist eine Trivialität, wir leben inmitten eines Umbruchs, der schon länger begonnen hat, aber noch lange nicht vorbei ist. Und da ist es jetzt wichtig zu sehen, welche Strategien man entwickeln kann, um Lösungen zu finden, die für alle beteiligten Bedürfnisse erträglich und tragbar sind. Das ist eine Art Sisyphus-Aufgabe. Man muss immer damit rechnen, dass die Baumstämme wieder hinunterrollen und man sie von neuem hinauftragen muss. Ich erinnere mich hier an einen Satz von Umberto Eco sinngemäß, der sagt, es gibt für alle komplizierten Fragen einfache Antworten, sie sind alle falsch. Darf ich Ihnen die persönliche Frage stellen? Sie gelten als besonders integere Persönlichkeit. Haben Sie etwas zu verbergen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der nichts zu verbergen hat. Natürlich, das beginnt schon mit Informationen über Privatsphäre, das ist nicht gerade etwas, wo ich sagen würde, ich habe etwas zu verbergen, aber es wäre mir durchaus nicht recht, wenn dort alles offen zutage läge. Also in dem Sinn habe ich sehr wohl etwas zu verbergen. Ich antworte auf diese Frage auch gerne, na dann gib mir doch bitte deine Kreditkartennummer.
Dieses Jahr hat sicherheitspolitisch mit einem Paukenschlag begonnen. Unser Innenminister Sobotka kehrte aus dem Weihnachtsurlaub zurück und hat eine ganze Latte von Ideen mitgebracht, die wir im Einzelnen wahrscheinlich in dieser Sendestunde gar nicht alle durchgehen werden können. Überraschenderweise, für mich zumindest überraschenderweise, haben es diese Punkte so seltsam und, würde ich sagen, auch schwerst bedenklich, sie mir scheinen, Punkt für Punkt ohne Ausnahme in das Regierungsübereinkommen geschafft und liegen jetzt als Gesetzesvorschlag in der Begutachtungsphase vor und sollen noch vor dem Sommer durch den Nationalrat gebracht werden. Wie ging es Ihnen Anfang Jänner? Naja, ich war zunächst skeptisch und bin es immer noch. Die Skepsis hat sich in großen Teilen bestätigt. Die Tatsache, dass hier die generelle Strömung in Richtung Verschärfung von Überwachung, Verschärfung von Eingriffen zulasten grundrechtlicher Freiräume geht, diese Tatsache kann niemanden unbeeindruckt lassen. Und ich finde, das sind Entwicklungen, die jedenfalls kritisch zu vermerken sind und denen man nach Möglichkeit auch etwas entgegensetzen sollte. Andererseits ist klar, dass man gegen bestimmte Strömungen auch Notwendigkeiten der Zeit und der Politik und rechtliche Entwicklungen, die damit im Zusammenhang stehen, nicht mit dem Erfolg antreten kann, den man sich wünschen würde. Es sind Kompromisse zu schließen. Ich nehme zum Beispiel das Verschleierungsverbot heraus. Ich habe seinerzeit, als das begonnen wurde zu diskutieren, zu bedenken gegeben, dass es ja nicht notwendig ist, generell ein Verbot der Gesichtsverschleierung vorzusehen. Es würde ja genügen, eine Regelung zu schaffen, die sicherstellt, dass dort, wo eine Kenntlichkeit notwendig ist, wie zum Beispiel bei einer Passkontrolle oder vor Gericht oder in Kontakt mit einer Behörde oder bei einer Sicherheitsüberprüfung, beim Betreten von geschützten Gebäuden, dass man dort sehr wohl verlangen kann, dass eine Kenntlichkeit gewährleistet ist für diese Situation, situativ bedingt. Dass aber im Übrigen es nicht notwendig ist und überschießend ist, mit einem allgemeinen Verschleierungsverbot zu arbeiten. Diese Auffassung hat leider kein Gehör gefunden. Es war übrigens auch eine, nebenbei gesagt, eine Position, die die katholische Bischofskonferenz vertreten hat. Das hat jetzt keinen politischen Bezug, aber es ist doch ganz interessant, dass es hier verschiedentlich zu Schulterschlüssen in der Kritik kommt. Und ich würde in dem Punkt mich dem anschließen. Ich würde das sogar noch ergänzen, dadurch, dass aus meiner Sicht der Versuch, uns das als integrative Maßnahme zu verkaufen, eigentlich als paradoxe Intervention zu werden ist. Da gibt es eine lange Erfahrung. Der älteste Versuch, der mir bekannt ist, wahrscheinlich gab es schon vorher welche, war Schah Reza Pahlavi im Iran, der in den 50er Jahren versucht hat, sein Volk zu laizieren, und darunter fiel auch ein Schleierverbot an vielen Örtlichkeiten, darunter Universitäten, auch Schulen, glaube ich. Das hat nicht dazu geführt, dass die Frauen und Mädchen dort den Schleier abgelegt hätten. Im Gegenteil, es hat dazu geführt, dass sie gar nicht mehr in die Schulen und Universitäten gingen, weil es ihnen von ihren konservativen Familien verboten wurde, einerseits. Andererseits, ich kenne durchaus sehr selbstbewusste muslimische Frauen, die gerne Schleier tragen und sie sagen, ich möchte nicht darauf verzichten. Also jetzt sollen sie sich von einer doch männlich dominierten Entscheidungsrunde vorschreiben lassen, was sie tun dürfen, was nicht? Ja, das sind Effekte, zum Teil auch Nebeneffekte, die schwer abschätzbar sind. Es kann, wie immer bei solchen Vorhaben, darauf hinauslaufen, dass die Maßnahmen kontraproduktiv sind. Das weiß man von vornherein nicht. Daher gehe ich von der Position jetzt der Grundrechte und der Menschenrechte davon aus,
dass man sich an die Regeln halten sollte, die dort verankert sind. Und die lauten im Wesentlichen, wenn eingegriffen wird, muss es eine Notwendigkeit dafür geben, die man nachweisen muss. Es muss die Maßnahme geeignet sein. Das lässt sich nicht immer mit Sicherheit prognostizieren, aber nötigenfalls muss man halt nachbessern. Und es muss nach dem Prinzip des gelindersten Mittels vorgegangen werden. Gerade bei der Verschleierung halte ich dieses Regulativ für nicht eingehalten. Man hätte hier ein gelinderes Mittel wählen können. Das heißt, Sie sehen diesen Vorschlag nicht als verfassungskonform? Soweit würde ich nicht gehen. Es ist nicht alles, was grundrechtspolitisch zu kritisieren ist, eindeutig verfassungswidrig. Gerade auf diesem Gebiet kommt es ja zu einer Aushöhlung der Eindeutigkeiten. Es wird immer wieder etwas unternommen, ein Vorstoß gemacht, der dann auf verfassungsrechtliche Kritik, oft auch auf politische Kritik stößt. Und letzten Endes dann kommt es vielleicht nach vielen Jahren zu einer Entscheidung eines Höchstgerichts, die dann manchmal auch überraschend sein kann. Also dieser Verlust der rechtlichen Sicherheiten ist auch ein Phänomen, das Hand in Hand geht mit dem Verlust von Sicherheiten und Gewissheiten, vor dem wir derzeit allgemein stehen. Mehr oder minder überraschende höchstgerichtliche Entscheidungen bringt mich gleich zum Stichwort Vorratsdatenspeicherung. In Österreich knapp 2 Jahre in Kraft gewesen, dann durch ein EuGH-Urteil aus der Welt geschafft, ich glaube sogar der einzige Fall, bei dem eine Richtlinie der EU zur Gänze aufgehoben wurde, ohne Auftrag zur Reparatur, sondern einfach weg damit. In weiterer Folge von Österreich ging die Klage aus, war damals der AK-Vorrat führend daran beteiligt, in Österreich ebenfalls vom OGH ausgehebelt und wenig später im Jahr 2014 außer Kraft gesetzt. Gewisse Vorratsdatenspeicherungen gab es natürlich weiterhin, Passenger Name Recording zum Beispiel. Das geht es nach den Plänen der Bundesregierung, demnächst kräftigst ausgeweitet werden soll, nämlich Ausweiskontrolle beim Kauf von Bahn- und Buskarten. Was halten Sie davon? Ja, da stehen wir wiederum sozusagen in diesem Spiel, das hier stattfindet. Es ist auch ein Spiel um Positionen, Grundrechtspositionen, Positionen, die meinen, man müsse hier eine scharfe Eingriffshaltung befürworten und die Möglichkeiten der Staatsgewalt stärken, wo immer es ginge. In diesem Spiel, ich setze das jetzt unter Anführungszeichen, es ist natürlich kein Spiel, es ist ein Geschehen von größter Wichtigkeit und Tragweite. Dabei wird jetzt immer wieder versucht, eine Art Terraingewinn auf beiden Seiten. Und dieser Terraingewinn, dem steht dann entgegen wieder ein Terrainverlust. Das ist das, was Sie hier schildern, lässt sich sehr schön in diese Kategorien übersetzen. Die jetzt angedachte Renaissance der Vorratsdatenspeicherung und ihrer Besonderheiten, sprich Ausweisleistung bei Bahnkarten. Das ist auch so ein Thema, bei dem man nicht mit Sicherheit vorhersagen kann, ob das jetzt verfassungsrechtlich halten kann oder nicht. Es gibt hier auch Möglichkeiten, das Ganze dadurch zu bewirken, dass man in Zukunft, wie ja jetzt schon bei vielen Buchungen üblich, darauf besteht, dass die Buchungen elektronisch erfolgen. Und dann hat man schon diesen gesicherten Zugang, diese gesicherte Information. Dann ist die Ausweisleistung eigentlich ein Nebeneffekt, der auch jetzt schon, wenn man jetzt mit einer Vorteilskarte bei den ÖBB fährt, dann muss man sich ja zumindest, kann das verlangt werden, auch ausweisen können. Wenn man das jetzt weiterführt und zu Ende denkt, dann kann man auch auf diesem Weg, das ist ein rein technischer Weg, kann man das erreichen, wovor man sonst vielleicht Sorge hätte, das geht zu weit im Eingriff. Nicht? Also das ist überhaupt eine interessante Entwicklung. Es kann vieles auf eine Art und Weise geschehen, die anscheinend harmlos wirkt.
Das gilt auch für Kennzeichen, Lesegeräte. Die elektronische Überprüfung von Nordentrichtung steht demnächst auch an. Das sind alles Schritte, die im Ergebnis dann dazu führen können, dass das Netz von Überwachungen noch weiter verschärft wird. Und hier nun zu sagen, da ist der Punkt, ab da ist es absolut unzulässig, das ist juristisch gesehen mehr als problematisch. Wir haben es hier mit einer scheibchenweisen Entwicklung zu tun. Früher hat man mal von einer schleichenden Verfassungsänderung gesprochen, die dann irgendwann einmal im Ergebnis bewirkt. Dann steht man davor und sagt so, und jetzt, was ist jetzt noch übrig? Also um konkret auf die Frage mit der Ausweisleistung noch einmal einzugehen, mir scheint, dass es nicht schlechthin ausgeschlossen werden kann, aber es ist auch hier eine Frage des, wie viel. Wenn das so weit geht, dass bei jedem Betreten der Straßenbahn oder einer Eisenbahn auch nur über kürzere Strecken im lokalen Verkehr man eine Ausweisleistung zu erbringen hat, dann ist das wohl über die Maßen und unverhältnismäßig. Wenn es darum geht, dass bei längeren Strecken, insbesondere auch bei internationalen Fernzügen, eine Identifikationsmöglichkeit gesichert sein muss, schaut das wiederum anders aus. Nun kann man einwenden, ja gut, terroristische Anschläge können auch in Regionalzügen stattfinden, wie man weiß. Sie können überall stattfinden. Das zeigt das ganze Dilemma einer Entwicklung, die in gewisser Weise auch an die Fabel vom Hasen und Igel erinnert. Der Igel ist immer schon dort. Das ist eine Beobachtung, die ich seit sehr vielen Jahren mache. Ich muss sagen, ich bin seit Anfang der 90er bis 2015 im Bereich der Systemadministration auch tätig gewesen. Ich war sehr früh, also verhältnismäßig früh, mit dem Phänomen Internet konfrontiert, nämlich ab 1992. Und ich muss sagen, seit damals haben sich die Utopien nur sehr, sehr teilweise verwirklicht. Die Dystopien ausnahmslos. Und zwar in weit größerer Dimension, als ich mir das in dieser kurzen Zeit hätte vorstellen können. Deswegen die technische Machbarkeit, an der zweifle ich nicht. Sie haben es bereits erwähnt, mit der Vorteilscard gebe ich mich bereits zu erkennen. Auch wenn ich online buche, bin ich sehr wohl erfasst, auch wenn ich keinen Login habe. Das ist ein weites Feld mit Big Data. Wieso und warum auch ohne Login Einzelindividuen sehr wohl identifiziert werden können. Neu wäre es natürlich am Verkaufsschalter und am Automaten. Auch hier sehe ich durchaus Möglichkeiten, das zu tun. Die Frage ist nur, was bewirkt das mit unserer Gesellschaft? Es bewirkt auf lange Sicht eine totale Änderung, eine Umstellung der gesellschaftlichen Grundlagen im Hinblick auf Erwartungen betreffend rechtliche Gewährleistungen, Legitimierbarkeit und Legitimation von Beziehungen zwischen Gesellschaft und Staat und der Gesellschaft untereinander, Stichwort Vertrauensabbau, Ersatz durch Misstrauen, möglicherweise das Ganze noch garniert dadurch, dass man es nicht spürt, dass ein gewisser Narkotisierungseffekt damit verbunden ist und nur bei einzelnen Gelegenheiten halt dann ein Aufschrei erfolgt, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein, aber inzwischen sind diese Entwicklungen längst gefestigt und etabliert. Wir haben seinerzeit als Ende 70er Jahre bei uns in Österreich die Datenschutzgesetzgebung aktiviert wurde und man ein Grundrecht auf Datenschutz gemacht hat. Auch da gab es damals Stimmen, die gesagt haben, wozu brauchen wir das? Das ist ja nicht notwendig. Nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Muss man dazu sagen, zur selben Zeit hat ein führender IBM-Manager in Deutschland den Markt für Personal Computer auf etwa 5 Stück geschätzt. Also es war weit verbreitet, dieses Phänomen der digitalen Technologien zu unterschätzen. So ist es. Da gibt es ja historische Beispiele, nicht? Denn Bundeskanzler dieser Republik soll angesichts des Fernsehens gesagt haben, wer schaut denn schon in das Kastel rein? In das Nordkastel, wenn ich es richtig im Kopf habe, und das war Julius Raab. Ja, richtig. Also das zeigt, dass es hier gewaltige Fehleinschätzungen geben kann. Damals, als man die Datenschutzgesetzgebung auf die Beine gestellt hat, ist man noch davon ausgegangen, die Grenze
Und die Leitlinie muss liegen bei den personenbezogenen Daten einerseits. Nun hat sich aber diese Unterscheidung, die damals ganz klar war, personenbezogene und andere Daten, diese Unterscheidung hat sich längst relativiert, weil man eben aus dem Zusammenfügen von Einzeldaten wichtige Informationen gewinnen kann, die dann auch verwendbar sind, ohne dass man jetzt genau wissen muss, wer ist denn das eigentlich? Das ist das eine. Und das zweite, es war damals die Überlegung, naja, wenn es da Eingriffe gibt in den Schutz personenbezogener Daten, besser wäre es in die Garantie der informationellen Selbstbestimmung davon zu sprechen. Wenn es da Eingriffe gibt, dann müssen sie, um gerechtfertigt zu sein und verfassungskonform zu gelten, müssen sie durch gesetzliche Regelung geschaffen werden. Und das war die zweite große Fehleinschätzung. Man hat gedacht, na gut, man braucht nur den Gesetzgeber und der Gesetzgeber regelt Ermächtigungen und ihre Grenzen. Inzwischen zeigt sich, dass erstens die Garantie gesetzlicher Ermächtigungen nicht ausreicht, um hier einen effektiven Schutz zu schaffen gegen eine Lawine, die auf uns niedergekommen ist schon längst. Das kann man nicht durch gesetzliche Maßnahmen beschränken. Da bedarf es, wenn überhaupt hilfreich, vielleicht des technischen Datenschutzes. Aber der technische Datenschutz wird ja gewährleistet von denen, die diese Entwicklung vorantreiben und propagieren. Also auch das wiederum ein Hase-Igel-Spiel. Kurz und gut, wir stehen auch hier vor Entwicklungen, die eine totale Erosion der uns geläufigen Erwartungen und Wertvorstellungen bewirken. Die Frage der Wirksamkeit ist eine ungeklärte. Meines Wissens gab es ja nie eine Erhebung, was denn bisherige Überwachungsmaßnahmen gebracht hätten. Sie haben vorhin den Begriff der schleichenden Verfassungsänderung gebraucht. Vielleicht liege ich falsch, aber nach meinem Dafürhalten haben wir es hier mit einem Prozess zu tun, der eigentlich in den 70er Jahren begonnen hat, mit Einführung damals eigentlich auf Probe der Rasterfahndung und des Lauschangriffes. Die Prüfung hat dann meines Wissens nie so richtig erfolgt, jedenfalls habe ich sie nicht wahrgenommen und es wurde dann irgendwann einmal in ein permanentes Gesetz umgewandelt, ich glaube durch Fristablauf wahrscheinlich. Die Stichwort Rasterfahndung, nach meinen Informationen ist das Rechtsinstitut der Rasterfahndung, so wie es in der Strafprozessordnung geregelt ist, totes Recht. Das wird nicht gemacht. Sehr zum Unterschied vom sogenannten Lauschangriff. Aber es steht immer noch drinnen. Inzwischen gibt es aber andere, besser wirksame Technologien, die eine klassische Rasterfahndung völlig überflüssig machen. Sie haben es erwähnt, Big Data. Man kann Informationen zusammenfügen. Da brauche ich keine Rasterfahndung, die nur zulässig wäre mit einem richterlichen Beschluss und unter richterlicher Kontrolle. Das geht heute alles auf eine ganz andere Weg. Es gibt Funktionsäquivalenzen auf diesem Gebiet, die kaum überschaubar sind, die man kaum kontrollieren kann. Und das ist damit auch ein Prozess der Entmächtigung der rechtlichen Garantien, der damit handelt, und zwar auf breiter Front, auf breiter Basis. Sie beurteilen das also kritisch? Ja. Eine zweite Bewegung, die ich schon sehr lange beobachte, also indirekt beobachte, ich bin ja da quasi auf Metadaten, auf die Aussagen von Leuten wie Ihnen angewiesen, als Nicht-Jurist, als Überzeugter, ist, dass wir mit Fahndungsmethoden, mit äußerst weitgehenden und tiefgreifenden Fahndungsmethoden immer weiter ins Tatvorfeld geraten. Auch nach den Wünschen der Bundesregierung wiederum, inzwischen sogar mit Strafmaßnahmen. Da lautet das Stichwort Fußfessel. Bislang eine Maßnahme des Strafvollzugs bzw. Ausnahme U-Haft. Das ist auch ein schönes Beispiel für eine gewisse sich abzeichnende Hilflosigkeit des Rechts. Das Stichwort Fußfessel, da beginnt gleich die verfassungsrechtliche Diskussion, sogar Kontroversen über die Frage, ob die Einführung einer Fußfessel als Eingriff in die persönliche Freiheit zu werten ist.
oder nur als Eingriff in die Privatsphäre. Persönliche Freiheit hat einen ganz besonderen Schutz. Die persönliche Freiheit schützt davor, dass der Staat, dass eine Behörde auf eine Person, auf einen Menschen zugreifen kann. Das schützt also die physische Bewegungsfreiheit. Das ist garantiert in dieser Form in Österreich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Zusammenhang wurde immer auch gesehen, was Verhaftung bedeutet. Verhaftung bedeutet eben eine Maßnahme des Staates, bei der es darum geht, sich einer Person physisch zu versichern. Und da hängt jetzt alles das dran mit richterlichem Befehl und so weiter und so weiter, besonderen Rechtsschutz. Bei ähnlich scheinenden Eingriffen wie etwa einer Verkehrskontrolle sprechen wir nicht von einem Eingriff in die persönliche Freiheit, weil es nicht das Ziel dieser Maßnahme ist, sich dieser Person zu versichern. Sondern möchte, kann das Ergebnis das sein? Das kann dann in weiterer Folge zu einem Eingriff in die persönliche Freiheit führen, aber es ist zunächst einmal kein Eingriff in die persönliche Freiheit. Das ist so eine kleine juristische Skizze der Problematik der Fußfessel für sogenannte Gefährder. Da haben wir dann zwei Probleme. Einmal zu definieren in einer rechtlich hinreichenden Weise, wer ist überhaupt als Gefährder anzusehen. Und dann die zweite, juristisch nicht minder schwierige Frage, handelt es sich hier um einen Eingriff in die persönliche Freiheit? Man könnte ja sagen, ja, der Betreffende kann ja eh in dem Gebiet, vielleicht im Bundesland, vielleicht sogar im Staatsgebiet, sich frei bewegen. Er ist nur unter Kontrolle. Das wäre meiner Ansicht nach eine falsche Sichtweise. Es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit, auch wenn der Bewegungsspielraum ein großer ist. Aber das Beispiel zeigt, vor welchen Problemen hier die juristische Diskussion und der juristische Diskurs steht. Damit hat man seinerzeit im Jahr 1867 und auch noch schon früher, als die persönliche Freiheit geschützt wurde, nicht gerechnet. Das gab es ja auch nicht. Wird da nicht auch die Wirksamkeit dieses Mittels überschätzt? Ich habe immer den Eindruck, dass glaubt wird, man wisse damit auch, was die betreffenden Personen tun. Man weiß nur, wo sie sich aufhalten, nicht mehr. Das ist genau die Frage dann nach der Verhältnismäßigkeit, sprich der Eignung dieser Maßnahme. Denn der Eingriff ist ein massiver Eingriff und die Eignung der Maßnahme steht dann als nächstes auf dem Prüfstand. Das alles zeigt, dass auch unsere verfassungsrechtlichen Konstrukte, die ja wichtig sind für ein verfassungsrechtliches System, das seinerseits die Grundlage für das politische Zusammenleben in der Gemeinschaft gibt, dass alle diese Sicherheiten, die bröseln an allen Ecken und Enden, ohne dass jetzt irgendetwas sich am Text ändert, aber im Verständnis, in der Anwendung auf die neuen Sachverhalte, ergeben sich hier Erosionserscheinungen des Rechts. Und ich fürchte, dass die derzeitige Politik, möglicherweise überhaupt keine Politik, in der Lage ist, dem wirklich etwas Wirksames entgegenzusetzen. Stichwort die Überwachung im Vorfeld. Natürlich hat noch einen anderen Aspekt und Effekt. Sie führt zwangsläufig in eine Richtung der Strafbarkeit von Gesinnungen, Stichwort Gesinnungsstrafrecht, nach dem Motto, es ist alles gefährlich und jeder ist verdächtig. Und wir erleben das ja jetzt in der Diskussion um die sogenannten Staatsfeinde. Da werden Wege beschritten, die, wenn man sie zu Ende denkt, zu einem totalen Funktionsverlust der freiheitlichen Grundrechte, der Rechtsstaatlichkeit auf diesem Gebiet führen können. Bevor wir auf die angesprochenen Staatsfeinde vielleicht noch kurz eingehen, bedeutet diese Verschiebung der Fußfessel nicht eine schrittweise Aufgabe der Unschuldsvermutung? Ja, das ist ein Effekt, der damit durchaus in Verbindung zu bringen ist. Es geht ja dann darum, möglichst genau zu definieren, wen eine solche Maßnahme treffen kann und darf. Und wie immer eine solche Definition aussehen kann, wer soll als Gefährder gelten,
es führt zu einer langsamen Umdrehung des Grundsatzes, solange jemand nicht verurteilt ist, gilt er als unschuldig oder gilt er sie als unschuldig. Das führt genau in diese Richtung, in eine totale Umkehr der Grundwertigkeiten unseres Polizeirechts, unseres Strafrechts, geht in die Richtung eben, alles ist gefährlich, jeder ist verdächtig. Diese Entwicklungen sind dann letzten Endes Entwicklungen, die münden in ein totalitäres Strafrecht. Diese Gefahr besteht schon und in eine totalitäre Gesellschaft. Das mag vielleicht eine weit hergeholte Analogie sein. Im kommunistischen Sowjetsystem stalinistischer Prägung gab es eben solche Verdachtsstrafen, etwa in Form des Verdachts der antisowjetischen Propaganda, einschließlich einer Straftat, die darin bestanden hat, dass man jemanden vorgeworfen hat, er habe von antisowjetischer Propaganda einer anderen Person gewusst und dagegen nichts getan. Das ging also bis dazu, dass Familien gegeneinander aufgebracht wurden und absolutes Misstrauen in die Gesellschaft hineingebracht wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Entwicklungen, die wir in Österreich erleben, notwendigerweise dazu führen, zu solchen Extremen. Aber die Grundrichtung sollte man schon sehen. Vielleicht würde ich das, was ich da jetzt anspreche, als eine Übertreibung in Richtung Wahrheit verstehen wollen. Jedenfalls fände eine eventuell totalitär gesinnte Regierung ein wunderbares Arsenal an Instrumenten vor. Ja, dieses Arsenal stünde bereit und man könnte dann, auch das ist eine historische Erfahrung, höchstens darauf vertrauen, dass die Effektivität und Effizienz von diesem Arsenal auch wirklich Gebrauch zu machen, nicht optimal funktioniert. Die Fußfessel ist vorgesehen für Gefährder. Gefährder sind Personen, von denen der Definition im Gesetzesentwurf folgend eine abstrakte Gefahr ausgeht. Können Sie sich unter diesem Begriff irgendetwas vorstellen? Nein, ich kann mir darunter nicht wirklich was Griffiges, juristisch Handhabbares vorstellen. Ich würde meinen, im Ergebnis läuft das auf eine Tautologie hinaus. Und ist nicht wirklich geeignet, hier klare Linien vorzugeben, die es ermöglichen, Verhalten auch der Exekutive daran zu messen und die Grenze zu ziehen zwischen dem, was legitim ist und was nicht mehr legitim und nicht mehr legal ist. Das sind Notformulierungen, die man halt versucht zu finden. Ein ähnliches Beispiel gab es ja in der Diskussion um das Versammlungsrecht und Versammlungsverbote und Gebietsbeschränkungen für Versammlungen. Da hat sich sehr rasch gezeigt, es gibt keine Möglichkeit, diese Dinge anders zu reglementieren als durch eine Ansammlung, geradezu eine Kette von unbestimmten Begriffen, die dann letzten Endes in eine Schleife münden. Sie haben es schon mehrfach angesprochen, den Gesinnungsparagraphen. Schutz vor staatsfeindlichen Personen und Organisationen. Sind wir da nicht ausreichend geschützt bereits durch die vorhandene Gesetzgebung? Ich würde diese Frage bejahen. Wir sind ausreichend geschützt. Ich halte diese Entwicklung jetzt zum Teil in eine Richtung gehen, die uns nicht gefallen kann, zum Teil aber auch für eine Alibi-Aktion. Der Innenminister jedenfalls ist der Ansicht, dass der Rechtsstaat nicht geschützt sei. Können Sie sich erklären, wieso er auf diese Idee kommt? Naja, ich kann mir vorstellen, dass der Innenminister seine Aufgabe darin sieht, politische Instinkte zu entwickeln in die Richtung, es muss alles geschehen, um einer möglichen Gefahr entgegenzuwirken. Egal, was das jetzt dann in weiterer Folge bewirken kann, die Verhältnismäßigkeit
ist vermutlich nicht an der obersten Stelle der Prioritäten gereiht, sondern da steht ein anderer Gesichtspunkt zu oberst. Das ist einerseits die vermutliche oder erwartete Wirksamkeit und andererseits aber auch die Verkäuflichkeit, also die Präsentabilität eines solchen Vorgehens und solcher Vorschläge und ihrer Verwirklichung mit dem Zweck, die Botschaft zu vermitteln, naja, seht her, wir tun ja alles für eure Sicherheit. Auch hier sehe ich einen Paradigmenwechsel. Wenn ich mir die Statistik anschaue, Terroropfer in Europa, dann stelle ich fest, dass in den 60er, 70er und auch noch den 80er Jahren eigentlich die Opferzahlen höher waren als heute. Meine persönliche Chance in Österreich insbesondere, auch wenn Bundesminister Sobotka meint, wir seien ein Zielland des Terrorismus Nummer 1, wir unterscheiden uns von den bisher von terroristischen Attentaten in größerer Menge heimgesuchten Ländern schon dadurch, dass wir keine aktiven Kriegsteilnehmer sind im Syrienkrieg. Also ist meine Chance heute in Österreich bei einem Terrorattentat direkt oder indirekt zu Schaden zu kommen, bei Weitem geringer als 2 bis 3 Lotto-Sechser in Serie zu machen. Einer der großen Unterschiede in den 70er Jahren, kann ich mich noch erinnern, 60ern nur noch sehr verschwommen, sind Politiker und Politikerinnen, waren es damals nicht so viele, aber Politiker herumgelaufen und gesagt, wir haben sie im Griff, alles in Ordnung, nur die Ruhe. Heute sind es gerade Vertreter der Politik, die eine sehr alarmistische Panikmache, möchte ich sagen, betreiben. Das könnte auch damit zu tun haben, dass Politik der Logik der möglichen Wiederwahl folgt und folgen muss. Und daher auch immer in die Richtung zielt, Aktionen zu setzen, die dann umsetzbar sind in den Vorteilen gegenüber den Konkurrenten, den Vorteil, dann eben mehr Stimmen lukrieren zu können. Das ist eine Art Wettlauf, der ja nicht nur auf dem Gebiet der inneren Sicherheit stattgefunden hat, sondern inzwischen sehr viele Bereiche betrifft, etwa auch die ökonomische Wohlfahrt und überhaupt die allgemeine Wohlfahrt, wo das Versprechen immer stärker von verschiedenen Seiten vorgebracht wird. Wir und nur wir können garantieren, etwa mit einem Austritt aus der EU oder mit dem Verbleiben in der EU, wie auch immer, diese Grundgewissheiten werden heute zunehmend, oder sagen wir, die Bereitschaft, sie auf den Markt zu werfen, ist größer geworden. Zurück nochmal zum Ausgangspunkt dieser Fragerunde. Die staatsfeindliche Verbindung. Würden Sie diese Personen, Organisationen, die da jetzt zugegebenerweise vermehrt auf den Plan getreten sind, als dermaßen große Gefährdung einschätzen, dass solche Schritte gerechtfertigt werden? Ich verfüge hier nur über die Informationen als kritischer Bürger. Ich habe keine Insider-Informationen, wie sie die Exekutive hat oder haben sollte. Aber aus dieser Außensicht her scheint mir das zumindest sehr fragwürdig, ob man hier nicht wirklich vielleicht im Begriff ist, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Wir haben es schon einmal umrundet. Wollen wir ins Zentrum vordringen? Es steht hinter, über, unter all dem die Online-Überwachung. Und hier wiederum insbesondere der Plan, auf den Rechnern von Staatsbürgern Schadsoftware zu installieren. Der sogenannte Bundestrojaner. Ich glaube, das ist jetzt verfassungsrechtlich auch nicht das, was man Gmadewiesen nennt. Es ist richtig, so einfach ist das nicht. Hier greift vor allem der Schutz der Privatsphäre. Hier greifen auch andere Maßnahmen, wenn es notwendig ist, sich Zugriff auf Rechner zu verschaffen, etwa durch Eindringen in Räume, durch unbemerktes Eindringen in Räume, um dort Manipulationen vorzunehmen, dann komme ich auch noch in den Bereich des Schutzes des Hausrechts, des Schutzes des Eigentums. Aber im Kern bleibt natürlich die Frage der Privatsphäre. Es ist klar, dass ein solches Vorgehen ohne eine gesetzliche Grundlage nicht zulässig ist.
Bis dato gibt es eine solche gesetzliche Grundlage nicht. Es wurde ja schon vor etwa 10 Jahren darüber diskutiert. Da gab es einen ersten Anlauf unter dem Titel Remote Forensic Software einbringen für Zwecke der Strafverfolgung. Das ist heute auch noch immer ein Ziel, aber es geht inzwischen auch weiter und soll für polizeiliche präventive Zwecke eingesetzt werden können. Dieser Bundestrojaner hat halt ein großes Problem, wie informationstechnologisch gebildete Menschen sagen, ich bin es selbst nicht. Das Problem ist, dass man nicht abschätzen kann, einmal die Streubreite und zum Zweiten, ob das nicht dann einmal konterkariert werden kann durch entsprechende Gegenmaßnahmen, beziehungsweise auch sogar umgedreht werden kann. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn es so ist, dass hier ein Umdrehen möglich ist und dieser Trojaner dann vielleicht eine unkontrollierbare Verbreitung findet und für andere Zwecke eingesetzt werden kann, dann würde ich meinen, dann darf man sowas einfach nicht tun, unter keinen Umständen. Übrigens tut man ja den Trojanern bitteres Unrecht, denn das war das trojanische Pferd, da waren die Griechen drinnen und nicht die Trojaner. Wir alle sind die Trojaner. Je suis Trojaner. Ja. Also, ich glaube, das Problem liegt jetzt weniger in der Verbreitung der Software selber, als in der Tatsache, dass solche Software von Security Leaks, von Sicherheitslöchern in den Betriebssystemen und Programmen lebt. Und hier findet aus meiner Sicht eine Interessensumkehr des Staates statt. Bislang war der Staat dafür zuständig, uns Staatsbürger und ihnen zu schützen vor Kriminalität, auch vor Cyberkriminalität. Nun bekommt der Staat ein Interesse daran, dass Sicherheitslücken, die vorhanden sind, die auch gefunden wurden, weil sonst wären sie ja nicht nutzbar, erhalten bleiben. Beziehungsweise eine Zeit lang erhalten bleiben. Nicht? Ja, möglichst lang, weil wenn sie nicht mehr erhalten sind, muss man die Software neu schreiben. Ja, aber dieser Prozess ist ja auch ein endloser und ewiger Prozess. Die Softwareunternehmen sind ja gehalten, Sicherheitslücken, auf die sie selbst draufkommen, zu schließen. Und dürfen diese Sicherheitslücken nicht jetzt selbst nützen für unerlaubte Manipulationen. Sie dürften sie im Grunde genommen auch nicht als mögliche schädliche Software verkaufen, weiterveräußern, weitergeben. Aber genau das geschieht ja dann, wenn der Staat erfährt, wie Sie sagen, er hat Interesse daran, über diese Lücken zu verfügen, dann geschieht genau das, was hier nicht erlaubt sein sollte und auch nicht erwünscht ist von den grundrechtlichen Garantien der Privatsphäre her. Also ich bin dem Bundestrojaner gegenüber sehr, sehr skeptisch eingestellt, sowohl was seine Wirksamkeit betrifft, als auch seine Kontrollierbarkeit und auch was seine juristische Legitimierbarkeit betrifft. Neben der Ausnutzung von halt zufällig entstandenen Sicherheitslücken gäbe es auch noch die Möglichkeit, Firmen zu verpflichten, definierte Sicherheitslücken einzubauen, sogenannte Backdoors, bei denen natürlich auch die Gefahr besteht, dass dann nicht nur die Institutionen, die davon wissen sollen, also Polizei, ja, Geheimdienste mit Sicherheit auch darunter, davon erfahren, sondern auch alle anderen. Gibt es überhaupt die rechtliche Möglichkeit, Software, Betriebssystemhersteller dazu zu vergattern, solche Backdoors einzubauen? Nach meiner Kenntnis der Rechtslage besteht diese Möglichkeit nicht. Denn das hieße ja, die Dienstleistung, Herstellung solcher Software in den Dienst für staatliche Zwecke zu nehmen. Und dafür bräuchte man wiederum eine gesetzliche Regelung, die nach meinem Wissen nicht existiert. Das gilt in Österreich, das gilt am Kontinent Europa, gilt das auch im angloamerikanischen Rechtsraum? Da muss ich jetzt passen, da bin ich nicht sicher. Ich weiß nur, dass dieses Geschäft mit Sicherheitslücken, das ist auch ein Bargaining. Das
läuft tatsächlich. Und Staaten sind daran auch interessiert und beteiligt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es nicht auch im Bundeskanzleramt Überlegungen gegeben hat, genau in diese Richtung. Aber ich kann das nicht sagen, möchte hier auch keinen Vorwurf oder Verdacht aussprechen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das ein Thema war seinerzeit bei der Diskussion vor 10 Jahren um den sogenannten Bundestrojaner. Da gibt es auch einen großen Abschlussbericht darüber. In dieser Diskussion wurde eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschaffung dieser Software eine sehr teure Angelegenheit ist. Und man schon von daher, selbst wenn man es auf geschäftlicher Basis erwirbt, ohne dass Dienstleister in Pflicht genommen werden, diese Software herzustellen und zu veräußern, aber man kann sie auch kaufen. Man kann sagen, bitte sehr, ich biete so und so viel. Das kann auch der Staat tun. Dazu brauche ich aber jedenfalls zumindest eine entsprechende Budgetvorsorge. Und die kann man ja nicht verstecken. Das muss ja, naja, jedenfalls sollte sie nicht versteckbar sein. Also im letztjährigen Plan des Bundesministeriums für Justiz war es damals zum Bundestrojaner, waren die dafür veranschlagten Summen überraschend niedrig. Man kann das Wissen um Sicherheitslücken nämlich kaufen. Man kann sie auch teils im Internet kaufen. Allerdings ist das nicht ganz billig auf der einen Seite. Zweitens kommt der Staat zwangsläufig in Berührung mit doch sehr dunkelgrauen bis tiefschwarzen Märkten. Ja. Hier denke ich an einen alten Grundsatz des Strafrechts und auch der Verfassung. Der Staat darf niemals selbst und unter keinen Umständen selbst an Straftaten mitwirken, zu welchem Zweck auch immer. Und da denke ich, das sollte als Maxime auch bei der Beurteilung dieser Überlegungen und Tendenzen gelten. Ich weiß, dass das heute vielfach als veraltet gilt, das Verbot, sich selbst als Agent-Provokateur zu betätigen, das Verbot für den Staat, eben selbst Straftaten durch seine Organe oder Beauftragten begehen oder vorbereiten zu lassen, um größeren Schaden abzuwehren. Das galt nach traditioneller Rechtslehre bis vor nicht allzu langer Zeit als absolutes Tabu. Es scheint, dass auch dieses Tabu wackelig geworden ist. Haben wir diese Linie nicht bereits überschritten mit dem polizeilichen Staatsschutzgesetz, das Juli 2016 in Kraft trat und das die V-Leute ins Land gebracht hat? Das ist eine typische Ambivalenz, die da sichtbar wird. Einerseits formal gesehen bleiben diese gesetzlichen Regelungen diesseits der Grenze, also überschreiten diese Grenze noch nicht. Eine andere Frage wird dann sein, wie das in der Anwendungspraxis funktionieren wird und kann. Und da würde ich meinen, die Tür wird zwar nicht geöffnet, aber der Zaun wird niedriger. Sie haben es vorher schon mehrfach angesprochen, es findet ja eine permanente Grenzverschiebung statt und ich brauche eigentlich gar nicht sehr lang zurückzudenken, wo, ja, sagen wir mal vor 10 Jahren, meine persönlichen roten Grenzen lagen. Sie liegen eigentlich immer noch dort, aber sie liegen weit hinter uns inzwischen. Wir haben sie überschritten. Wir haben sie überschritten, wir haben sie aber noch nicht vollkommen aus der Sicht verloren. Und das ist meiner Ansicht nach ein Hoffnungsschimmer in dem Ganzen, dass man doch sagen muss, es gilt immer wieder darauf aufmerksam zu machen, bitte hier Achtung, Achtung, hier sind Grenzen, die sollten nicht überschritten werden. Ich weiß schon, dass diese Stimmen sind leiser geworden und sie erreichen auch zunehmend weniger diejenigen, an die sie adressiert sind. Aber trotzdem denke ich, als Aufgabe für grundrechtsbewusste
Publikationen, Journalistinnen, Journalisten, Juristinnen, Juristen, Soziologen und so weiter und so weiter. Es ist ganz wichtig, hier den Blick nicht zu verlieren und immer wieder auch bereit zu sein, darauf aufmerksam zu machen. Nun habe ich persönlich für Populismus sogar ein gewisses Verständnis. Meine berufliche Sozialisation hat ja am Theater stattgefunden. Insofern habe ich für Show-Elemente durchaus großes Verständnis. Die Frage ist, ob das Themen sind, die sich für Populismus eignen. Wir befinden uns ja in einer Zeit der Weichenstellungen. Entscheidungen, die heute getroffen werden, gerade in diesen gesetzlichen Bereichen, werden wahrscheinlich sehr, sehr lange wirksam sein. Und spätere Generationen wissen ja nur noch akademisch, wie es früher einmal war. Ja, diese Gefahr besteht in der Tat. Aber es sollte das kein Grund sein, die Stimme nicht zu erheben und immer wieder eben darauf aufmerksam zu machen, wohin kann das führen. Ich weiß schon, die Cassandra-Rolle ist eigentlich eine sehr unbeliebte, mit Recht unbeliebte und auch nicht besonders anstrebenswerte. Aber dennoch sollte man nicht aufhören, hier aufzuklären, immer wieder aufzuklären. Eine andere Möglichkeit steht ja nicht zur Verfügung. Zu Jahresbeginn, als Bundesminister Sobotka an die Öffentlichkeit trat mit seinen Vorstellungen und Bundeskanzler Kern ihm kurz darauf folgte, gab es eine Stimme, die ich wahrgenommen habe aus der Politik, die gemeint hat, naja, Moment, wir haben ja vor einem knappen halben Jahr erst das polizeiliche Staatsschutzgesetz bekommen. Wollen wir uns doch vielleicht mal anschauen, was das bewirkt hat. Das war Otto Pendl, Sicherheitssprecher der SPÖ. Meines Wissens hat er das nur ein einziges Mal gesagt. Das dürfte eine Linie, ein Zug der Zeit sein, eine gewisse Lizitation in der Politik. Sagen wir, haben jetzt ein Problem konkret, der Ruf, das müssen wir lösen, wir brauchen gesetzliche Maßnahmen. Wenn wir zurückhaltend sind und sagen, na, schauen wir uns einmal an, was es jetzt schon gibt, dann besteht die Gefahr, dass man unter Druck der politischen Konkurrenz kommt, die sagt, naja, ihr tut ja nichts. Daher eine erzwungene Lizitation, ein vor sich her treiben und vor sich her getrieben werden. Auch das eine Entwicklung, der man meiner Ansicht nach nur dadurch begegnen kann, dass man immer wieder versucht, mit einer gewissen Gelassenheit auf den Kern der Dinge hinzuweisen. Ob es dann wirklich Erfolg hat, Fragezeichen. Aber die Konsequenz kann ja nicht die sein, dass man sagt, man springt jetzt selbst auf diesen Zug auf. Also ich würde dabei bleiben, wenn Sie wollen, in einer aufklärerischen Tradition, hören wir nicht auf, es immer wieder zu sagen. Ich denke schon, dass es vielleicht eine Taktik wäre, sozusagen einen Gegenpopulismus zu betreiben. Vielleicht sogar die einzige Möglichkeit. Ich habe damit intuitive Schwierigkeiten und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie dieser Gegenpopulismus funktionieren könnte. Was könnte, also jetzt würde ich meinerseits die Frage stellen, wie könnte sowas aussehen? Ich denke hier an sehr wohl inhaltlich fundierte Aktionen, wie es ist zum Beispiel Epicenter Works betreibt. Epicenter Works bis Dezember 2016 unter dem Namen AK-Vorrat firmierend, hat zum Beispiel konkret im Auftrag der Grünen und, man höre und staune, der FPÖ eine Drittelbeschwerde gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz formuliert, die derzeit vor dem Verfassungsgericht zur Begutachtung liegt. Diese Maßnahme ist per se natürlich nicht populistisch, sondern sehr inhaltlich, sehr juristisch fundiert. Ich glaube, dass da wirklich gute Arbeit geleistet wurde, soweit ich es beurteilen kann. Aber natürlich, die Art, wie man das der Öffentlichkeit präsentiert, muss bis zu einem gewissen Grad propagandistisch sein, weil sonst wird es nicht wahrgenommen. Aber
Ist es nicht so, dass bei solchen Schulterschlüssen, die atypisch sind, diese Schulterschlüsse darauf beruhen, dass es der einen Seite zu viel und der anderen zu wenig ist? Also ich kann das jetzt für diesen konkreten Fall nicht beurteilen, eine Frage der Motive und des politischen Kalküls, das dahinter steckt. Gegen Populismus würde ich nach meinen Erfahrungen und Einschätzungen, und wenn Sie wollen, auch politischen Lebensinstinkten, davor würde ich warnen. Ich weiß schon, dass manche Dinge bessere Chancen auf Akzeptanz haben und bessere Chancen haben, gehört zu werden, wenn sie in einer entsprechenden Weise präsentiert werden, die man als durchaus auch als populistisch, propagandistisch, wie auch immer bezeichnen kann. Aber wenn es darum geht, dann die Dinge in der Substanz zu beurteilen, abzuschätzen und durchzuchecken, das geht dann nur in leiser Sachlichkeit. Ich denke zum Beispiel an die Diskussion jetzt, ich greife etwas aus, die Diskussion um die sogenannten Spaßdemonstrationen. Nicht? Da war der erste populistische Reflex weithin, solche Spaßdemonstrationen, das geht nicht. Die kosten zu viel Geld und sind nicht notwendig und überhaupt nicht. Wo kommt man wieder hin? Erst wenn man näher hinschaut und fragt einerseits, wie lässt sich denn so etwas wirksam regeln? Ich kann ja jede Demonstration mit einer politischen Botschaft versehen. Das ist ganz leicht und damit genießt sie den Schutz der Versammlungsfreiheit. Und zum Zweiten, irgendjemand hat es auf den Punkt gebracht, wenn Sie wollen, in einer populistischen Formulierung gesagt, ich will mir meine Spaßdemonstrationen nicht nehmen lassen. Und dem würde ich mich auch anschließen. Aber das ist dann schon sozusagen die Grenze dessen, was man hier propagandistisch erreichen kann. In der Sache selbst schien mir damals recht hoffnungsfroh zu sein und hoffnungsgebend zu sein, dass es gar nicht mal so wenige waren. Es waren viele und sehr bedeutende Stimmen aus verschiedenen Schichten der Bevölkerung, die gesagt haben, nein, diesen Weg wollen wir nicht gehen. Es muss auch möglich sein, für den weißen Bademantel zu demonstrieren. Soll die Spaßdemonstration einen Sinn haben und soll der Gegenpopulismus einen Sinn haben, benötigt er auf jeden Fall besonnene Cassandra-Rufer wie Sie, Herr Professor. Dafür möchte ich mich jetzt bei Ihnen bedanken. Ich danke Ihnen. Mein Sendungsgast war Bernd Christian Funk. Die Fragen stellte Herbert Gnauer. Idealism prevails. Make the world a better place.